Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Super Metroid. Ja, ihr habt richtig gehört, mein erstes Let's Play. Ja, und zwar, es ist diesmal so, beziehungsweise ich habe schon mal Let's Played mit Link Legend. Ja, ich habe X1 und X2 mit ihm together, beziehungsweise auf seinen Namen. Und habe mir gedacht, ja, ich habe jetzt sein Headset ausgeliehen bekommen, da er sich jetzt erstmal neues, besseres geholt hat. ja, und da habe ich mir gedacht, als allererstes Let's Play, suche ich mir einfach mal Super Metroid aus. Ich werde es versuchen, auf 100% zu spielen. Ich weiß nicht mehr, wo alles ist, aber... The last Metroid is in captivity. Der letzte Metroid ist in Gefangenschaft. The galaxy es herrscht is wieder at Frieden peace. Im Universum. Auf Zebes bekämpfte ich die Metroids. Und weiter. Das ist endlos hier, Quatsch. Und ihren Anführer, Mother Prim. Oh jo. Keine Farbe. Mein next fight with the Metroids und der Homeworld. Ja gut, als nächstes musste ich die Metroids auf ihrem Heimatplaneten SR388 ausrotten. Ja, es wird zwischendurch mal ein bisschen choppen. Na, es liegt vielleicht wahrscheinlich da. Ihr kennt das ja. Ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich zur Forschungsstation Zeus. Dort entdeckte man die Metroids als alternative Energiequelle. Wundert euch bitte nicht, ich werde zwischendurch auch mal einen rauchen, falls ihr es mitkriegen solltet. Na gut. Nachdem ich Zeres verlassen hatte, erreichte mich ein Hilferuf. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Ups. Das war jetzt ein falscher Knopf. Ich habe noch die Speed-Taste auf meinen Controller zugewiesen. Ja, gut, okay. Forschungsstation. Gut, und wenn wir einmal da drin sind, können wir eigentlich, glaube ich, mal eine Zigarette anmachen. Gut. Der Anfang allen Übels. Ja, ich frage mich gerade, ob das hier so Schock tut. Das heißt nicht gerade die sie sein sollen. Na gut, okay. Sieht ein bisschen gespenstisch aus, ja. Es läuft ein bisschen langsam, also es läuft doch niemals so langsam. Auch der Turm ist total langsam. Naja, mal schauen, ich werde nachher mal gucken. Ich glaube, ich werde nach Forschungsstation. Boah, Sprachfehler. Forschungsstation Zeres werde ich mal einen kurzen Cut setzen. Mal gucken und nochmal ein bisschen testen. Wie das. Aber hier läuft es flüssig. Wer weiß, woran das liegt. Und da ist Riddler. Ja, der macht das auch schnell kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt ihr es mit, aber während des Spielen kriege ich es definitiv mit. Der Ton ist euch mir total. Weiß nicht, anders. Das hört sich auch irgendwie cool an.
ich habe heute noch viel zu tun. Haha, nicht erwischt. Pixel Art. Na komm, wir waschen mal. Ist das etwas peinlich, aber warum musst du gehen? Au, du musst nicht teil aggressiv werden. Verdammte Kacke hier. Komm jetzt. Nicht die ganze Nachtzeit. Komm jetzt, nimm deinen Kumpel damit. Ah ne, den brauche ich nicht wieder. Und hört sich total anders an, als wir jetzt erst neu spielen. So, sofortige Evakuierung der Raumstation. Ah, das Laufen kann ich jetzt gerade nicht, wenn ich gerade reduzieren habe. Ich weiß nicht. Wir fliegen alles auseinander. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ohne eine. Oh, okay. Ich wollte es gerade aussprechen, ohne eine getroffen zu haben. Dachplatten, ach man, Deckplatten falsch. Ja, ich hatte eigentlich auch mal vorgehabt, mein Heck zu machen. Und selbst machen. Aber da ist mir doch ein bisschen misslungen, beziehungsweise nicht fertig geworden. Weil ich gemerkt habe, dass man nicht nur mit einem Programm arbeiten sollte. Naja. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich es im Laufe der Monate vielleicht doch mal fertigstellen. Mein Wissen vielleicht etwas erweitern. Na, das ärgert mich gerade, dass gerade die Maus da drin war. Naja, egal. Ach, ich werde vielleicht doch noch den Morphball einsammeln, damit der Part nicht allzu kurz wird. So. Es regnet. Genauso wie bei Metroid Prime hat es auch am Anfang geregnet. Komisch, hier läuft es aber irgendwie flüssiger. Hm. Wer weiß, woran das liegt. So. Hier runter. Ah, wie ihr wahrscheinlich schon mitkriegt, spiele ich nicht blind. Ich kenne das Spiel schon. Das Ei zu 100%. Ja, auch das hier war mal Turian. Es gibt zum Beispiel einen guten Hack, also von dem ich sehr überzeugt war. Dieser Hack hieß Metroid Super Zero, wenn es mich jetzt nicht gerade täuscht. Ja, es ist zwar, also es ist ziemlich schwierig, alle Items zu finden. Also ohne, naja, ohne viel Zeitaufwand ist das nicht wirklich möglich, alle Items zu finden. Ah, okay, hier fängt es wieder an, das ziemlich langsam zu laufen. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist Super Metroid Phaser, also Pazon in dem Sinne. Es ist ein gutes Spiel. Ich habe es zwar noch nicht durchgespielt, also beziehungsweise ich bin so gut wie am Ende. Mir fehlen bloß noch die zwei Items, um die Tür zu öffnen. Ja, richtig gehört. Es ist jetzt nicht einfach nur durchlaufen, Missiles sammeln, Super Missiles, Patron Missiles, keine Ahnung. Ja, der Programmierer sozusagen hat das ein bisschen schwieriger gemacht. Man muss nämlich Items sammeln, um weiterzukommen, sozusagen. Aber zum Glück ist es nur, ja, für den Endboss gedacht, für den finalen Boss. Es wäre definitiv schwieriger gewesen, wenn es für jeden Boss gewesen wäre. Aber ich kann es einfach entfernen, also ist wirklich sehr gut und wer weiß, vielleicht werde ich es auch noch Let's Playen. Naja, ich habe erstmal ein paar Projekte laufen. Und die sollte ich erstmal pflegen. Gut, und ich werde keine Safe States verwenden.
weil es meiner Meinung nach unprofessionell rüberkommt. Ich gehe jetzt zum nächsten Save und werde speichern und dann werde ich mal gucken, was los ist hier mit Fraps. Ja, ich kann das auch irgendwie nicht ändern. Ich, so wie ich es immer hochlade bei YouTube, ist das immer auf HD. Ich weiß einfach nicht, wie ich das ändern kann. Vielleicht wisst ihr, wie es geht, und könnt es ja in den Kommentaren schreiben. Dann dauert das nicht allzu lange beim Hochladen. Da werdet ihr mir nämlich sehr behilflich. Gut, naja. Wir sind ja dabei, hier das Spiel zu Let's Play, zu kommentieren. Und mich Fragen zu stellen. So. Ach, toll. Zu früh. Ach, das hier hasse ich auch. Jedes Mal das Rumgehüpfe. Das ist das eins, was mich, naja, nicht wirklich hassen tue. Gut, okay. Aber Aufwand immer, dass ich springe. Das ist nicht so wirklich mein Ding. Die Gegner, die CBianer, ach Quatsch, die Weltraumpiraten, gehen wir übelst auf die Nüsse. Gut, hier oben müsste jetzt irgendwo der Safe sein. Das war jetzt, glaube ich, der war, glaube ich, hier. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, genau, da war der Safe. Und da werden wir jetzt auch reingehen. Erstens langsam und schockt, wieso. Gut, okay, wir haben jetzt gespeichert und wir sehen uns im nächsten Part. Und tschüss. Okay, falschen Knopf gedrückt. Sorry.